So, guten Abend zusammen. Wir suchen natürlich mal wieder was. Heute geht es hier um ein super Handy. Echt mein absolutes Lieblingshandy. Ich habe ein viel teureres, nur um das mal zu sagen. Aber dieses ist wirklich mein absolutes Lieblings-immer dabei hab Handy. Kostet nur 20 Euro. Funktioniert wunderbar und hat wunderbesten Empfang. Das Ding suchen wir jetzt. Ist also absolut ein Ding, was ich brauche. Ich verliere selten Kochbücher im Wald, aber das Ding könnte mir ja mal aus der Tasche rutschen. Deswegen nehmen wir das. Er würde es wohl nicht kaputt machen, aber gucken wir mal. Karl-Heinz, komm. Muss mal kurz einparken hier. Yep. Das ist fein. Ja, Vorsicht. So. Jetzt bringe ich noch kurz in die Tasche. Lecker mittlerer. Regnet wieder hier. Ach so, ich hatte ja im Forum hier wegen dem Lammfleisch gefragt. Danke Uwe übrigens, dass du mir doch die Adresse geschickt hast. Und im Nachhinein aufgegangen, ich frage eigentlich an einer völlig verkehrten Ecke. Beziehungsweise wir verhalten uns da irgendwie ein bisschen komisch. Sofern wir gerne Lammfleisch essen, mal davon ab. Lara, jo, komm mit, komm. Noch eine ganz komplizierte Tour hier. Wir verhalten uns insofern komisch, weil die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das heißt, wir müssen eigentlich da fragen, wo die Fleischtheke ist. So, und wenn die uns nur neuseeländisches Lamm anbieten, dann müssen wir eben nach Deutschem fragen. Wir sind selber schuld, dass wir nur Neuseeland-Lamm kriegen. Beziehungsweise sind mit schuld. Natürlich spielt da auch diese ganze Werbekampagne von Neuseeland und sowas und diese ganze Überschuss, den die da haben, eine große Rolle. Aber wenn wir Deutsches haben wollen, dann müssen wir hier nach Deutschem fragen. Und zwar da, wo es angeboten wird. Beziehungsweise potenziell angeboten werden könnte. So, ich bin jetzt hier hinter. Ja, wer noch nicht hier war, der weiß das nicht. Das ist hier so ziemlich die komplizierteste Ecke. Da drüben ist Haus. Bin jetzt hier durch diesen komischen Rodopfad da durch. Und hier ist eigentlich die so Rumpelecke. Aber das ist eine gute Versteckecke, weil hier ist ein Riesenwall. Der ist also übermannshoch. Und da geht eigentlich kaum jemand hin. Und ich gehe hier noch sogar ein Stück runter und schmeiß das jetzt hier. Da sind so ein paar alte Sessel noch. Und da könnte man jetzt rumgehen und wieder zum Haus kommen. Aber ich bleibe hier in der Mitte und werfe das dahin. Da liegt es. Das ist wirklich eine üble Ecke jetzt hier zum Suchen. Na, Lara, wo bist du? Im Dickicht. Komm raus. Lara. Mäuschen. Komm. Ich glaube, das scheitert auch mit dem Lammfleisch so ein bisschen. Oder hängt auch ein bisschen daran, dass wir hier ziemlich enge Regeln und Vorschriften haben fürs Angebot. Ne? Das heißt Schlachtung, Zubereitung und so weiter, das muss irgendwie veterinärmedizinisch und schlachterisch, metzgermeisterlich und so weiter in bestimmten Bahnen verlaufen. Und das können verschiedene Direktanbieter, sag ich mal, nicht so leisten. Gibt ja Beispiele dafür. Da muss ich also auch was tun. Denke ich mal so. Also ich wäre entschieden dafür, dass wir hier deutsche Mayonnaise essen. Nicht weil ich Nationalist bin, sondern weil ich dazu gehört. Es kann nicht sein, dass die Dinger über zigtausend Kilometer hierher geflogen werden und dann hier vermutlich noch billiger angeboten werden können wie Lamm aus der Lüneburger Heide. Also das geht irgendwie nicht in meinen Schädel rein. Aber wir wollen ja Kalle sehen. Kalle, komm.
Karl-Heinz. Ach, verrückter. Ja, jeden Abend vergleiche, wa? Geh suchen. Und bring mir das Ding wieder. Das brauche ich noch. Galli? Noch heute gibt es solche komischen Trockenwürste da. Naja, für Hunde sind die vielleicht lecker. Ich weiß nicht. Ich würde mir da wahrscheinlich einen Zahn dran ausbeißen. Na Lara, du bist wieder gut drauf, ne? Was haben wir denn hier? Leckerli? Ja, noch nicht. Gleich erst. Bei Lara muss man aufpassen, die diebt. Karl-Heinz absolut nicht. Der ist auch nicht verfressen oder sowas. Der ist eigentlich außer Art geschlagen. Muss ich bloß aufpassen, dass man das Ding hier nicht auf die Betonplatten schmeißt. Ne, kommt. Fein, leg es dahin. Glaubt ihr mir, dass es das ist? Ja, ne? Hätten wir auch nicht anders erwartet, kann halt. Mal gucken, ob es noch geht. Jo. Funktioniert noch. Super, Karl-Heinz. Leckerli, komm. Lara auch eins. Obwohl sie schon Leber gekriegt hat heute Abend. Das ist natürlich ein Festessen. Karl-Heinz noch eins. Lara auch noch eins. Na super, siehst du. Hat ja wieder mal geklappt. Wie immer. So, ich sag mal tschüss, ne? Schönen Abend noch.